Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode meiner Serie Die Weiße Taube, den Spitznamen Tetuans. In dieser Serie werde ich euch die vielfältigen Seiten meiner Heimatstadt präsentieren. Heute werde ich mit euch auf Erkundungstour im Rifgebirge und der Mittelmeerküste gehen, die sich in unmittelbarer Nähe zu Tetuan befinden. Also, kommt mit! Tetuan, das Juwel am Fuße des Rifgebirges, ist eine der zwei wichtigsten Hafenstädte Marokkos. Es ist weniger als 60 Kilometer von Spaniens Küste entfernt. Ihre geografische Lage ist einzigartig. Sie entfaltet sich gegenüber des Berges Rodres an den Hängen des Berges Tersa. Hier beginnt die Bergkette des Rifgebirges, die sich Richtung Osten bis hin zur algerischen Grenze erstreckt. Die Landschaft um Tetuan ist ideal für Naturliebhaber. Eine immergrüne Vegetation, Flüsse, Wasserfälle und Naturparks machen aus diesem Gebiet einer der interessantesten Ausflugsziele. Hier lassen sich zahlreiche Tierarten beobachten, Raubvögel, Bärziegen und mit ein wenig Glück vielleicht auch ein paar Berberaffen. Ob mit Mountainbike, zu Fuß oder mit dem Pferd, Sie können die Landschaft nicht nur mit Ihren Augen genießen, sondern auch in eine Welt von Düften eintauchen. Zypressen, Orangen, Mandeln und Granatapfelbäume werden Sie begleiten. Die ländliche Umgebung Tetuans bietet eine Kombination aus Natur, Tradition und lokalem Bräuchen. Ein besonderer Ort ist Zarqa, ein natürlicher Wasserfall, wo man in Ruhe einen marokkanischen Pfefferminze schlürfen kann. Oder auch das Dorf Kitan mit seinen unzähligen Bauernhöfen. Dort können Sie die einfache Lebensweise seiner Einwohner erleben. Die Einwohner zeigen gerne ihre Welt von traditionellen Bauweisen, Tänzen und Bräuchen. Doch das ist nicht alles. Tetuan ist nur 10 Kilometer entfernt von einem der schönsten Stränden des Landes. Dort können Sie im blauen Wasser baden, alle Arten von Wassersport ausüben oder einfach nur faulenzen.
ob Sie sich von einem Sonnenbad verwöhnen lassen möchten oder einen Spaziergang in Abendrot genießen wollen, hier ist für alle etwas dabei. Die abenteuerlustigsten können in paradiesischen Buchten tauchen und die reiche Unterwasserwelt beobachten. Weit weg von der Hektik der Stadt oder von den großen Badeorten, hier werden alle, die auf der Suche nach Stille und Unberührtheit sind, unvergessliche Momente erleben. Naturliebhaber und begeisterten Wanderer werden über die wundervollen Landschaften des marokkanischen Riff überglücklich sein. Danke fürs Anschauen und ich hoffe, euch hat meine erste Folge gut gefallen. Stay tuned für meine nächste Folge über die Geschichte Tetouans. Tschüss!